kommen wir nun zu unserem dritten System und wie der Name schon sagt, Masterpiece, unser Meisterstück. Hier vereinen sich beide Vorzüge aus den Systemen Hardzeit und Softzeit. Ich habe einen Massivholzrahmen, der weich umpolstert ist. Das heißt, der Massivholzkern gibt die Stabilität an dieses Bett und die weiche Umpolsterung sorgt dafür, dass ich auch einen bequemen Ein- und Ausstieg habe. Vorteil an dieser ganzen Sache ist, dass ich die spannungsfreie Auflagefläche habe wie beim Hardzeit. Das bedeutet, auch hier habe ich einzig und allein die Textilie nur um den Wasserkern geschlungen. Auch hier können wir das System einmal öffnen. Die Textilie führt also nicht wie bei dem Softzeit-System jetzt um diese Schaumumrandung herum und erzeugt eine gewisse Oberflächenspannung, sondern hier habe ich auch da wie beim Hardzeit die Sicherheitsfolie mit der Textilie mit dem Reißverschluss integriert und der Wasserkern liegt frei in diesem System drin. Das Masterpiece gibt es im Übrigen in einer Vielzahl an Stoffmustern, Alcantara, Kunstleder-Kollektionen. Von der Farbe her sind in der Auswahl kaum Grenzen gesetzt. Unterschiedliche Kopfteile beispielsweise. Hier haben wir das Kopfteil Classic mit Podestborder, ohne Podestborder, mit Stahlträgersystemen, wenn Sie eine Fußbodenheizung haben oder geschlossene Holzpodeste in einer Vielzahl von Dekoren. Das heißt, da das passende System für Ihren Schlafraum zu bekommen, da bin ich mir sicher, haben wir keine Probleme. Auch im Hinblick auf die Frage, möchten Sie Uno oder Duo haben, das heißt ein großer Wasserkern beim Doppelbett für zwei Personen oder dass jeder seinen eigenen Wasserkern haben mag. Von der Bewegungsübertragung her kann ich hier Bewegung reingeben und Sie sehen, auf der Seite kommt keine Bewegung an. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen machen, dass der Partner in irgendeiner Weise mit einer unberuhigten Wassermatratze oder auch nur einer leicht beruhigten Wassermatratze stören könnte. Ganz im Gegenteil, eine leichte Wiegebewegung wirkt sehr einschlaffördernd, ähnlich wie das Kind im Arm der Mutter, aus Wasser geboren, auf Wasser gebettet. Und nicht, dass Sie denken, das wäre nur ein Trick. Das heißt, auch hier gebe ich nochmal Bewegung rein. Sie sehen, an der Nachbarmatratze kommt nichts an, aber auch hier ist natürlich auch Wasser in dem Bett. Das heißt, auch hier gebe ich Bewegung rein und auch erst dann bewegt es sich.